Hey Leute, hier ist wieder euer Herbert mit einem neuen Video zu Super Mario Bros. Wonder. Wenn ihr das Spiel zu 100% abschließen wollt und in den Level alle wundersamen Blütenmünzen und geheimen Ausgänge finden wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Nach dem Intro geht's los. Viel, viel Spaß! Wow. Hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln heißt das Level. Zwei Wundersamen und drei Blumenmünzen findet ihr hier. Die erste Blumenmünze ist ganz einfach zu finden. Wartet, bis der Pfeilschnabel hier einmal schießt und klettert dann nach drüben. Was hier in diesem Level ganz gut hilft, ist das kurz zuvor bekommene Blockabzeichen. Ihr seht es hier. Ihr könnt hier eine Kletterpflanze aktivieren, um hier oben in die rote Röhre zu kommen. Hier finden wir dann die zweite Blumenmünze. Wir aktivieren die Halbzeitfahne und bekommen dann das neue Item Seifenblasenpflanze. Mit diesem Item können wir Gegner in Seifenblasen einhüllen und sie dadurch besiegen. Und dieses müsst ihr behalten, bis ihr an dieser Stelle hier seid. Hier könnt ihr nämlich mit den Seifenblasen die Pflanze aktivieren, die die dritte Blumenmünze freilegt. Ab diesem Zeitpunkt brauchen wir nicht unbedingt die Seifenblasenfunktion. Hier an der Stelle eine beherzte Stampfattacke und wir schalten die Wunderblume frei und den Wundertrip. Und hier müsst ihr aufpassen, dass ihr die Gegner nicht besiegt und auf den Seifenblasen bis ganz nach oben springt, um den ersten Wundersamen zu bekommen. Nun müsst ihr nur noch die Höhle durch die rote Röhre verlassen und über die Pfeile hier auf die Fahnenstange ganz oben springen, wunderbar, 100% abgeschlossen, unseren letzten Wundersamen noch erhalten und damit das Level beendet. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.